Das hätten wir erledigt. Geh mal raus. Natürlich, jetzt ist gerade so schön hier, Ding da. Na klar, was soll's. Mit der Sitgeier müssen wir noch sprechen. Dem Jarl von... Ich glaube, jetzt geht's los. Jetzt sind da die Spinnen unterwegs und haben gerade mal ein Wachsoldatenblatt gemacht. Also mal ganz ehrlich, ne? Da hört sich doch wirklich alles auf. Fester Außenposten. Das braucht er eh nicht mehr. Die Pfeile kann er behalten, die Lederrüstung. Das Schwert, die Lederrüstung, die Lederstiefel. Das kann er eh nicht mehr gebrauchen. Die Klamotte kann er nicht mehr gebrauchen. Und der Rest ist nichts wert. Forget it. Behalt. Sag ich nur. Du Häufchen Elend. Naja. Wie soll es auch anders sein? Er hat gekämpft, wacker um sein Leben. Aber es hat ihm nicht gereicht. Es hat ihm nichts gebracht. Nun sieht er sich die Radieselig von unten an. Naja. Hier, Schlammkrabbe. Heute gibt es Schlammkrabbe. Die macht schon einen Satz zurück. Alter Mann, wo ist denn der Vogel eigentlich? Ach, da ist er. Na, du Vogel? Nord. Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Hm, jetzt solltet ihr nicht so mit mir reden. Mutter. Ihr sollt nicht so mit mir reden. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? In Tränen ausbrechen? Du, ich möchte keine Probleme haben. Lasst das sofort einschüchtern. Das werdet ihr bereuen. Das werde ich, ja, das glaube ich. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was willst du, Vogel, von mir? Ist das schon alles? Ja, wunderbar. Das hat noch gefehlt vorhin. Hm, mal gucken, was du so dabei hast. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Dieses stinkige Teil hier. Ne, das war Waffe. Stahlpfeil. Das war dieser orkische Streit. Oh. Das Ding ist ja doch was wert. Aber ich habe auch 15 Pfund. Ne, hier. Allgemein alles. Den Corundum-Erz nehme ich dir ab. Panzerhandschuhe kannst du behalten. Das Eisenschild, das Gold, 6 Stück. Goldbarren hat sie auch. Ich habe einen Goldbarren gekriegt. Wie schäbig ist das denn? Geringe Ausdauer, starke Heilung. Die Stahlrüstung mit 35 Pfund, 275 dafür. Kann das sein, die Titten werden immer größer oder wie sehe ich das? Ich will ja nichts sagen, aber die Schuhe brauchst du auch nicht mehr. Und die Eisenpanzerhandschuhe, ich weiß nicht. Also gut, ich bin mal nicht so. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Dinge werden immer größer. Egal. Ich meine ja nur. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Wollte das eigentlich. Oh, hier. Nee, Quatsch. Oder? Lederrüstung habe ich von dem anderen mitgenommen.
Ach, das ist die Stahlrüstung. Und das silberne Granatring mag ja dir dem. Favorisieren wir mal hier. Guck mal. Ach, das habe ich auch noch dabei. Leichte Stiefel, leichte Rüstung. Das Fragment von. Ach, das müssen wir auch noch. Die Eisenpanzerhandschuhe. Ja, ja. Amulett von Talos. Die Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 20%. Wer es glaubt, wird selig. Silberner Granatring hat keine Wirkung. Macht ja nichts. Mal gucken. Mal schauen. Da ist die Lederarmschiene, die Lederrüstung und die Lederstiefel. Naja. So sieht das also aus. Und wie 35 Pfund. Hier rennt doch immer ein Drache rum, oder? Das kann doch gar nicht sein. Ich höre doch einen Drachen hier. Gibt's doch gar nicht. Was haben wir denn noch? Die Stahlrüstung. Natürlich haben wir die Stahlrüstung noch. Und die Stahlstulpenstiefel. Naja, die wiegt 35 Pfund, natürlich. Entschuldigung. Die andere wiegt 6 Pfund. Ist das jetzt eigentlich schwere Rüstung oder ist das eher mittlere? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Okay. Hätten wir das auch geklärt, speichern wir mal ganz kurz. Oh, da oben läuft was. Oben rechts. Ach, es ist ein Hirsch. Ein Elchenjunge. Wo wollten wir eigentlich gerade hin? Die Richtung? Ja, aber nicht laufen. Wir machen mal schnell Reise, pass auf. Und zwar jetzt Mützlupf. Ach nö. Ach nicht doch. Ja, Rifton ist hier, da ist es doch einfacher, wenn ich dahin gehe. Nocturnal ist die Daedra-Fürstin der Heimlichkeit und der Schatten sowie Schutzpatronin der Diebe. Die hat aber schon ein paar gute Ohren, ne? Also, mal ganz ehrlich. Leck mich fett. Ach, hier ist immer. Ne, baden wollte ich eigentlich nicht. Gebadet wird bei uns eh nur samstags. Mützluft. Das hört sich natürlich schon kriminell an, ne? Im Hintergrund hier die Rüstung. Ja, ja. Och nee. Genau in meinen Fall reingerannt. Das dumme Vieh hier. Jetzt streckt das alle Viere von sich. Hm? Das gefällt mir. Das muss ich den ganzen Tag so machen. Achso, das ist er hier. Mike der Lügner. Warum der Mike der Lügner heißt? Mike hat einmal eine Schlammkrabbe gesehen. Ekelhafte Kreaturen. Ja, ich finde sie eigentlich ganz nett. Also muss ganz ehrlich sagen, Krabben finde ich eigentlich ganz süß. Mike liebt die Leute von Himmelsrand. Sie erzählen sich viele interessante Dinge. Besonders mit Pfeil und Bogen und mit Schwerter und hier mit Äxten. Da reden die, also das ist wunderbar. Das ist eine wahre Pracht, dazu zu gucken, wie die sich gegenseitig hier unterhalten. Natürlich.
Kann man sehen, wie man möchte. Ne, zum Schluss liegt einer am Boden, schaut sich der Radiesi von unten an. Aber ey, was soll's? Apropos, wir wollten ja noch Ding machen. Pfeile wollten wir noch schnitzen. Ja, die brauchen wir unbedingt für unseren Seelenfrieden. Ach ja. Du brauchst eine Holzfäller-Axt. Ja, stimmt, die habe ich ja hergeben. Mano. Ob ich die hier klauen kann? Stehlen. Na, ich wollte sie eigentlich jetzt nicht unbedingt stehlen, aber mir leihen sozusagen. Ja. Haben die nicht irgendwo so ein Amboss rumstehen, wo ich ein bisschen dran arbeiten kann? Ja, natürlich, klar. Man sagt, dass die Akademie ins Tal herumschnüffelt. Magier, die sich in... Oh, 46 ja. Stück? Kann nichts Gutes kommen. Das war schon. Oh, veredelter Mondstein. Habe ich 50 Stück davon, ey. Wie edel ist das denn? Natürlich. Zwei Stück pro. Klar. War wohl nix. Ah, lass uns weitergehen. Ne, Holzfäller-Axt werde ich da wohl nicht drin finden. Quecksilber oder wie heißt die? Goldelfsmine. Gold gibt's hier? Hier gibt's Gold? Was Sachen? Ah, guck mal. Sonders kümmert sich um mich, wenn Mutti nicht in der Nähe. Ihr sucht Arbeit? Wir könnten in der Mine zusätzliche Helfer gebrauchen. Korundum einfach so viel Korundum, wie ihr ausgraben. Nö, hab ich keinen Bock drauf. Ehrlich. Nö, mag ich nicht. Will ich nicht. Ist uninteressant. Korundumerz. Ein Sturmmantel. Pfeifenlutscher. Hier, Jaspeitrauben. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch bis dahin? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, nee, oder? Wir sind ja schon mal auf Viertelsweg. Boah. Das ist ein Fuchs. Das ist ein Hund. Oder? Blöder Hund. Ach, der hat dir die Skiver platt gemacht. Was für ein blöder Hund. Nee. Schau bloß, dass du Land gewinnst, du Köter. Oh, was haben wir denn hier? Gerundumerzader. Ja, schön. Oh, blub. Runtergefallen. Oh, ich mach mal ein schönes Wetter hier. Oh, hier ist Weitrauben. Moment. Hier so. Nee, falsch rum. Ah, schon viel besser. Hier haben wir auch nochmal Korundumerzader. War ja klar, war das doch so klar, ne? Ey, guck mal, wer da läuft. Ein Kampf, ihr hättet er kommen sollen.